Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über Pilatus sprechen. Ja, in Matthäus 26 lesen wir die ganze Geschichte und es rührt mich schon, denn Pilatus hat letztendlich Jesus zur Kreuzigung gegeben. Jetzt lesen wir. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgeben? Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, dass er Christus sei? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickt seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe heute viel erlitten im Traum seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollen und Jesus umbrächten. Da antwortete nur der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zwei, den ich euch soll übergeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, der Christus heißt? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Der Landpfleger sagt: Was hat er denn Übles getan? Sie schrien aber noch mehr und sprachen: Lass ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts schaffe, sondern dass er viel größeres Getümmel ward, nahm er Wasser, wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut diesen Gerechten. Seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geiseln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Ja, das ist eine harte Geschichte, wenn das Ganze lese. Das ist ja sozusagen schon sehr weh, auch für Jesus, auch für diese Menschen, die wollten irgendwie Jesus helfen, so wie auch der Pilatus, so wie seine Frau dahinter, so wie also manche Christen, jenes Mal waren auch noch andere, die wollten Jesus was Gutes, aber sie haben es nicht vollbracht, er wurde trotzdem gekreuzigt. Für uns ist es gut, dass Jesus für uns gestorben ist, denn es war der Plan Gottes. Jesus als Sohn Gottes stirbt am Kreuz und damit kann er jede Sünde vergeben. Er hat für die Sünde der ganzen Welt gestorben. Und wir kommen zu Jesus und bitten: Jesus, vergib mir meine Sünden. Du hast für sie bezahlt am Kreuz mit deinem Tod. Er vergibt uns jede Sünde. Deswegen, wir sind schon dankbar Gott, dass er seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Letztendlich wurde er gekreuzigt und für unsere Sünden hat er also wieder alles gut gemacht, dass wir mit Jesus, mit Gott kennen, auch versöhnt werden. Von anderer Seite auch dieser Pilatus. Menschlich gesehen war er auch dabei, um Jesus zu helfen. Er wollte ihn retten. Das war ein harter Mann. Aber wo er gesehen hat, Jesus, da sieht man auch die Augen des Menschen. Man hat gesehen, der hat nie was Böses getan. Dann kommt er auf eine Idee, er will diesen Barabbas, wirklich einen Mörder, einen Mensch, der viel vergangen ist, Böses getan hat, stellt er auch ihnen zur Verfügung und sagt: Wählt euch, einen kann ich freigeben zu diesem Fest. Und er war sicher, dass sie werden Jesus wählen, nicht Barabbas. Aber was passiert? Da alle schreien, also Jesu Kreuzigen. Da war vom Volk vielleicht einer der andere, der wollte nicht Jesu Kreuzigung sehen, aber die hohen Priester haben überredet: Nein, sagt, dass Jesus soll gekreuzigt werden. Die Frau, die schickt ihm, das hat sie wahrscheinlich selten gemacht im Leben, aber hier hat sie geschrieben: Mach nichts Böses diesem. Und er war noch mehr bemüht, etwas zu tun, aber letztendlich, wo alle geschrien hat, kreuzige, dann hat er nachgegeben. Was interessant ist, er macht für sich etwas, was ihm sein Gewissen beruhigen hätte. Er wascht seine Hände und sagt: Also ich bin nicht schuldig im Blut dieses Mannes. Und dann sagt das Volk noch was Schlimmes, also diese Worte, die sind hier ganz besonders für mich schlimm. Sie sagten: Das Blut Jesu komme über uns und unsere Kinder. Das war schon ein schreckliches Wort, das durften sie nicht sagen, aber sie haben es gesagt. Und wir sehen, wie viel hat auch Israel auch Schweres erdulden müssen und die Judäe, Jerusalem und so weiter. Gott liebt trotzdem Israel und so, aber das, was sie hier getan haben, war wirklich schlimm. Ich denke, Pilatus hätte können Jesus retten, dass er sich die Hände gewaschen hat und dass er gewollt hat, ihm helfen, macht's an der Sache nichts. Jesus war gekreuzigt. Er könnte radikal vorgehen. Er könnte sagen: Nein, ich mache nichts mit Jesus.
In einer Woche kommt noch einmal. Er hat die Macht gehabt. Er könnte radikal vorgehen und er hätte Jesus schützen können. Er hat es nicht getan. Ich denke, in vielen Fällen in unserem Leben können wir auch müssen radikal handeln und sagen, nein, das mache ich nicht. Auch wenn es mir mein Leben kostet. Ich denke an diese Frau, die jetzt vor kurzem habe ich gelesen, eine aus muslimischem Volk, die war sehr krank im Rollstuhl, hat alles versucht, keiner konnte ihr helfen. Dann hat man gesagt, geh doch zu Christen. Dann kam sie in eine Versammlung und dann hat man da gebetet und erzählt, Jesus Christus, der hat so viel getan für die Menschen. Und sie betet inwendig, sagt, Jesus, ich nehme dich an. Ich nehme dich als meinen Retter an. So hat sie gebetet und sie wurde heil. Die kommt heim, gesund und so, kann wieder aufstehen. Der Mann sagt, ja super, aber mit den Christen wollen wir nichts mehr zu tun. Nein, sagt sie, ich habe Jesu mein Herz gegeben. Und alles, was sie getan haben, geschlagen wurde, sie wurde verfolgt, die blieb bei Jesus, radikal. Obwohl es so schwierig war. Und wir müssen radikal für Jesus stehen. Wenn es manchmal nicht anders geht, nein, ich mache das nicht. Möge der Herr uns diese Entschiedenheit geben. Amen.